Hi Dosch. Hi. Wie geht's dir? Gut, danke. Und dir? Auch gut. Erholst du dich gut? Klar, mir geht's super. So habe ich mich lange nicht mehr gefühlt. Will ich auch hoffen. Hotel war nicht billig. Hoschke, den ist bei KFZ. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hi Dosch, diesen Ausblick musst du doch einmal zeigen. Da haben wir das Meer. Hier haben wir das schöne Antalya. Lara. Und ich bin immer hier. Warum? Weil mein Auto da unten steht. Hinter dem Baum versteckt. Damit ich den auch schön beobachten kann. Eigentlich wollten wir kein Video machen, wo wir jetzt im Hotel sind, aber es ist was passiert. 5 Tage sind wir hier und wir haben einen Sonnenbrand erlitten. Oh, wünsche ich keinen von euch. Ja? Trotz Eincreme. Die waren einfach zu bleich, zu weiß. Ja, wahrscheinlich. Ja. Das ist halt einfach aggressiv hier. Genau. Weil wir nichts machen können, haben wir gesagt, machen wir Auto-Content. Ich habe das Wichtigste gar nicht erwähnt. Was ist? Was habe ich für das Auto bezahlt? Oh, das hast du nie verraten. Nein. Jetzt gehen wir erstmal zu unserem Auto, mal schauen, was der Schätzchen macht. Seit 5 Tagen habe ich den nicht angemacht. Eidosch, der ist ein bisschen beleidigt. Aber der darf doch dem Schatten sein. Also, ja. Ne? Kann schon froh sein. Und gucken, ob wir den einen oder anderen Kratzer abbekommen haben. Oh ja. Weil die Leute parken schon eng dort. Ja, der hat schon ein bisschen dichtlebende geparkt, der eine. Ich brauche Abgase. Ich muss ein Auto starten. Ich habe schon Entzug. Ja, kribbeln schon. Ja, deswegen komm, wir gehen mal runter. Alles klar. Schiebetür. Ach. Tja. Bin ja gar nicht mehr gewohnt. Ja. Hier, bitteschön. Es brennt. Hey, hätten wir uns vielleicht doch was drauf machen sollen. Da ist er. Erstmal eine Sichtprüfung machen. Was ist das denn? Ich würde sagen, ein Vogel. Das sieht doch nicht wie Vogelkot aus. Der hatte Durchfall, glaube ich. Das sieht echt aus, wie jetzt einer Kaffee drauf geschüttelt hat oder so. Könnte sein, ja. Sonst sieht's okay aus. Okay, Planänderung, Eidosch. Wir machen erstmal das Wichtigste überhaupt. Und, läuft er? Der läuft super. Ich habe nur Klima angemacht, aber ist schön, ne? Schatten. Boah, wieder hängt nicht Auto fahren. Boah, ich vermisse Arbeiten, weißt du das? Echt jetzt? Nein. Ja, doch. Es ist vielleicht aber, weil du deinen eigenen Job hast. Wie heißt nochmal das Hotel hier? Nirvana Cosmopolitan. Schöne Grüße an Cesar. Der habe ich ja gefragt gehabt wegen Werkstätte. Wir haben hier jetzt zurzeit Feiertage in der Türkei. Der Staat hat sozusagen 9 Tage als Feiertage angesetzt. Also das ist Wahnsinn. Die ganzen Leute, die draußen halt eine Werkstatt oder so führen, nutzen das natürlich aus und gehen halt in den Urlaub oder machen Urlaub. Und deswegen haben wir zurzeit ein Problem, hier irgendwie eine Werkstatt zu finden. Aber das werden wir nach den Feiertagen machen. Genau. 2 Cilla-Yolo-Videos, was sehr gut ankam. Ihr wolltet das ja haben, darum habe ich euch auch mitgenommen. Was machst du? Ey, was ist das guck für ein Schlagloch? Guck nach vorne! Genau, immer rechts, immer rechts. Immer da, wo du fährst, die machen extra da Löcher. Oh, und der chillt da einfach auf der Straße. Ja. Haben wir hier auch Klimaaktivisten? Hör auf! Ich liebe Autofahren, habe ich ja schon mal gesagt. Ja, ich glaube, ich weiß das. Hört ihr dieses Geräusch im Hintergrund? Also, da gibt es eine nette Geschichte. Erste Mal in der Türkei, in Antalya, mit E39. Ne, ich fahre hier ganz chillig. Dann höre ich dieses Geräusch und es wird immer lauter und lauter. Ich so, was ist das? Es hörte sich für mich an wie so ein Flachriemen. Kann ja sein. Ja, genau. Ne, es könnte die Wasserpumpe vielleicht sein, Lichtmaschine, irgendwas. Ich bleib stehen, mach die Tür auf, mach das Auto nicht aus, geh raus und höre noch dieses, immer noch dieses komische Geräusch. Ne? Dieses Pfeifen so. Mach das Auto aus, mach es wieder an, immer noch da so. Ich so, alter Shit, was ist das? Bis wir gecheckt haben, dass es die Viecher sind. Wie heißen die? Zikaden. Die sind so laut hier aber im Belek. Aber ich dachte ja erst an Heuschrecken. Aber ich dachte, komm, Heuschrecken, was sind das für laute Heuschrecken? Die müssen ja riesig sein. Ja. Bis wir dann halt bemerkt haben, das sind diese Zikaden. Das war Wahnsinn, ja. Das werde ich nie vergessen. Das hatte ich sogar gegoogelt damals, weil ich das unbedingt wissen wollte. Da stand ich da und denke, mein Auto ist kaputt. Land of Legend hat einfach eine eigene Achterbahn, Leute. Ist ja sowas wie Europa-Park. Ja, ja, Europa-Park. So Freizeitpark. Ja. Guck mal, was der für Achterbahn hat hier. Ist ja auch was für mich, aber ich weiß nicht, ob ich hier so gerne reingehen würde. Ja, ich meine, guck dir das mal an hier. Vergnügungspark
Einfach im Hotel. Und Hotel, genau. Genau. Aber was mich mal interessieren würde, egal jetzt wer, egal was für eine Nationalität, wie sieht euer Urlaub aus? Wohin fährt ihr, fliegt ihr? Wie lange, würde mich auch interessieren, ne? Ich zum Beispiel bin einer, ich bin immer in Antalya. Das Wichtigste ist natürlich erstmal Auto waschen. So, ich frag mal nach eben. So, ich liebe das in der Türkei. Ich bin jetzt hier, Autowäsche bei Tur. Ich weiß nicht, wie der heißt. Ich habe natürlich nachgefragt, die Zeit haben. Das Problem ist ja, wir sind ja in Feiertagen. Die Leute sind unterbesetzt. Viele Mitarbeiter haben frei und so weiter und so fort. Er hat natürlich keine Zeit. Er meinte so, ey, lass das Auto hier oder komm später. Weißt du, was geil ist? Wir haben das Auto hier gekauft. Ich habe das Auto noch nicht einmal drin sauber gemacht. Das, was du halt sauber gemacht hast. Ich habe dir nicht gesaugt, ich habe nichts gemacht. Ja. Weil wir hatten überhaupt keine Zeit gehabt. Geh ein bisschen shoppen. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich mich hier einordnen darf. So. Aber ich habe mich einfach jetzt hier mal so... Du hast eine zusätzliche Spur gerade organisiert. Ja, also wir haben von 2 Spuren, glaube ich, 3 Spuren. Ich weiß es nicht. Also der blinkt auf jeden Fall nicht nach rechts. Also ich glaube schon, dass es richtig ist. Ich glaube, sie fahren geradeaus. Jetzt wird er einmal gewaschen komplett. Vorne, keine Ahnung, wo es ist. Wahnsinn. Fußbutton hat der schon rausgeholt gehabt. Ja, wir haben noch das ganze Dreck von dem Vorbesitzer. Das ganze Dreck. Gut, ungefähr eine Stunde, sagt er. Wir gehen jetzt was trinken und dann kommen wir gleich wieder. Cause they always in the sun, no fun, and you don't wanna miss it. It's double K, like, through the good players. Keenan and Kel, I should've said Kel and Keenan. And you gotta watch Keenan, cause Keenan be scheming with a plan or a plot to make it to the top, but they kinda in the middle, cause they always getting caught. This ain't the Hardy Boys or a Nancy Drew mystery. It's just Keenan and Kel and your vicinity. Like Siegfried and Roy, Abbott and Costello, Magic and Kareem, or Bill and Teller. Somebody's in trouble, oh here go. Oh Nick. 20 Minuten gedauert. Guck mal, wie das aussieht hier. Ey, das sieht aus wie geleckt hier. Wow. Was da hier ist, das? Schnell. Bremsstaub. Vieles weg. Wahnsinn. Und dafür haben wir bezahlt, umgerechnet 11 Euro, also 300 Teller habe ich bezahlt dafür. Natürlich haben wir jetzt 100 Teller Trinkgeld gegeben. Ich bin der Kameramann. Erzähl, ja. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt raus, fahren irgendwo an den Strand. Ja. Adolf, dein Auto. Oh ja, perfekt. Genau mein Ding. Guck, Flügel, guck genau bis zum Kopf. Passt voll doch. Das Monster, richtig geil. Also wir haben das Auto gestern gewaschen, haben das da hinten abgestellt, weil ich war einfach K.O. Leute, ich saß da, Sonne voll drauf und dann hatten wir ja Sonnenbrand gehabt. Ich war einfach nur volles Rohr fertig. Ey, aber heute sieht es echt voll leer aus, ne? Wir haben hier voll viele Parkplätze. Mal gucken, ob heute einer drauf gekotzt hat. Ne, hat er nicht. Aber der sieht ja heute noch schick aus. Ist hier wieder eine Delle. Eieiei. Was ist das? Was ist das denn drauf? Hinten ist ein Baum, aufpassen. Ey, da ist ein Baum. Ich aktiviere einfach Hotspot. Ich achte mal hier, was für ein Zeichen jetzt kommen wird. Er ist verbunden. Apps, PowerTürk, unser Lieblingssender. Zack, einmal drauf. PowerTürk. Aber du magst doch diese andere, oder? Dann kommen so alte auch Sachen. So, ansteigen. Nee, guck mal bitte die Straße an.
Ja, das ist hier Natur pur. Ey Leute, wir können nur von hier raus. Das ist aber schön. Die haben, guck mal, ja, wie viele Schattenplätze das gibt. Ich finde das ja auch schön. Guck mal da. Schön. Guck mal, was da passiert, diese Eidosch. Ja, weil da einfach irgendwelche Leute gegengefahren sind. Ach so, guck mal. Ja. Ganz ehrlich, aber da muss man sich auch dumm anstellen. Aber da muss man doch aufpassen. Gedacht, ich fahre jetzt rein und beim Rausfahren, der Baumstamm ist auf einmal weg. Nee, sein Fenster war weg. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben uns gedacht, wir fahren jetzt irgendwo hin, wo es schön aussieht, ne? Nein, ich bin irgendwo hingefahren, wo die Straßen nicht so gut sind oder noch im Bau sind. Hab den Wagen volle Kanne aufgesetzt. Mal schauen, ob wir was haben. Was haben wir denn hier berührt? Ah, da tropft was, aber das wird die Klimaanlage sein. Alter. Ich, ich glaube Auspuff oder so. Auf jeden Fall nichts. Alles gut. Nichts passiert. Guck mich mal an, ey. Was ist das denn hier überhaupt? Irgend so ein Fluss, keine Ahnung, da die Leute angeln da hinten. Ja. Wir können jetzt nochmal waschen nach dieser Strecke hier. Hier haben wir einen Audi A6 C6 vom Baujahr 2011. Erste Hand, ich bin zweiter Hand. Haben 240.000, haben volle Hütte außer elektrische Sitze und Standheizung. Diese Autos werden ungefähr gehandelt 10.000 Euro. So wie der gerade steht. Sehr viel dran gemacht. Also ihr könnt euch gerne die Videos anschauen. Weißt du, was ich eigentlich vorhatte, Aidosch? Was denn? Ich wollte eigentlich mit dir jetzt in den Urlaub fahren. Und wenn wir wieder zurückkommen, wenn wir überhaupt zurückkommen mit dem, dann verkaufe ich den, habe ich gedacht. Mach mir jetzt keine Angst. Mittlerweile muss ich sagen, ich liebe dieses Auto. Wir haben hier Chip-Tuning gemacht. So, Tuning hat so geile Arbeit geleistet, was wir verbrauchen. Es ist so gut wie nichts. Jetzt muss ich aber die ganz kurze Geschichte nochmal erzählen, dass der in der Werkstatt war und die sollten den Wagen nochmal Service machen und danach sollte er verkauft werden, weil der Vorbesitzer ein neues Fahrzeug schon gekauft hat. Dieses Auto lohnt sich nicht, weil die Werkstatt hat eine Mängelliste gemacht, was sehr, sehr viel ist und ich will den Wagen verkaufen, hat er gesagt. Was guckst du an? Ja, das. Ich habe so ein bisschen was gehört, deswegen habe ich da hingeguckt. So. Irritier mich nicht. Was wird der Serienmörder kommen, ey? So guckt sie so. Dann würde ich so machen. Hör auf, ich kann schnell laufen, aber ich habe nur Pantoffel an. Ich kann auch nicht laufen mit den Schuhen. Also die Werkstatt hat gesagt, ey, ich gebe dir 2000 Euro dafür. Mit diesen Mängeln. Mit diesen Mängeln, lass den Wagen hier, es lohnt sich nicht. Daraufhin hat er gesagt, ja, okay, ich überlege mir mal. Glücklicherweise an dem Tag haben wir telefoniert miteinander. Und der hat dann gesagt, ach Yunus, 2000 Euro haben die mir geboten. Weißt du was, ich verkaufe das. Habe ich gesagt, ey, was, für dein Audi? Er meint sie ja. Ey, weißt du was? Ich kaufe den. Ich gebe dir 500 Euro mehr. Ich habe den Wagen nicht gecheckt, ne? Ich wusste nicht, was ich kaufe. Ja, ja. Ich habe ihm einfach 500 Euro mehr gegeben. Geld überwiesen. Ich, nach ein paar Wochen, habe den Wagen abgeholt. Ich wusste nichts vom Zustand. Habe ich dafür 2500 Euro bezahlt. Bevor ihr jetzt sagt, ey, er hat sich natürlich Preise reingeholt. Er wusste ganz genau, okay, wenn ich jetzt inserieren würde, würde ich vielleicht 4.000 oder 5.000 dafür bekommen. Weil das neue Auto schon da war. Hat ja keinen Bock gehabt. Ja, jetzt wisst ihr, was ich dafür bezahlt habe. Normalerweise wollte ich das nicht sagen, weil ich den Wagen eigentlich nach dem Urlaub verkaufen wollte. Und wenn ich dann sagen würde, ich habe 2500 Euro dafür bezahlt, dann würden die Leute sagen, ey, du hast jetzt 2500 Euro dafür bezahlt, okay, du hast das und das gemacht, du hast das Radio eingebaut. Da hätte ich nur Palaver gehabt. Da habe ich überhaupt keinen Bock auf sowas. Ich bin mit dem günstigsten Audi A6 Avant in die Türkei gefahren. Mit 2500 Euro, der günstigste Deutschland. In der Türkei auch, ne? Wahrscheinlich. In der Türkei kriegt man das. Ja, in der Türkei kriegt man so ein Auto nicht. Guck mal, hier zum Beispiel in Deutschland gibt es einen, der will 7500, 341.000 gelaufen. Das ist genau wie meiner, aber vom Baujahr 2008. Ne? Also könnt ihr euch vorstellen, was die Dinger kosten. Schau dir mal vor, guck mal, was da runtertropft. Wir müssen, das ist Klimaflüssigkeit, das ist normales Kondenswasser. Ja, ja, ja. Bleib ja. Mal ruhig. Ja, ja, ja. Gut, dass ich da aufsetze hier. Pass doch auf. Du fährst in Schlaglöcher rein, setzt nein, auf. Nein, hab ich nicht. Ich glaube, ich muss Auto fahren hier. Nee. Willst du fahren? Ja. Willst du zurückfahren? Ich fahr besser als du. Hm? Okay, du fährst, ich bin dein Beifahrer. Ja? Willst du fahren? Ja. Okay, machen wir gleich. Ich werde den Wagen nicht verkaufen, es wird mein Daily.
Aber da werden wir noch einige Sachen ändern. Aber das machen wir, wenn wir wieder zurück sind. Alter, ich hab die Mike geilsten. Air. Der linke. Beste. Beste. Kann ich euch nur empfehlen. Ist neu rausgekommen von Mike. Also. Du bist blond. Echt? Ja. Du hast eine blonde Strähne. Ich bin integriert. Hier bin ich der Deutsche, deswegen bin ich blond jetzt. Bin ich blond? Ja, hier ist doch blond. Guck dir die geile Aussicht von dort an. Was ist das für ein Hotel eigentlich? Adalia, da war's. Ah, das ist Adalia? Ja. Dankeschön fürs Zuschauen, bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft, bis dann, haut rein, ciao. Was für eine geile Aussicht, Alter.